wenn du mit deinem Interessenten sprichst und er sagt dir, hey, das Angebot macht keinen Sinn oder das ist viel zu teuer oder was stellst du dir überhaupt vor, wie soll denn das überhaupt gehen oder keine Ahnung, was zu dir sagt, dann gibt es hier ein einfaches Konzept der Wertigkeit. Und zwar, deinem Gegenüber ist dein Angebot nicht so viel wert, wie es dir in Form von Euros wert ist, wenn du das aufrufst. Die Ursache dahinter bist du. Und zwar, dass du es nicht geschafft hast, deinem Gegenüber die Wertigkeit von deinem Angebot so zu vermitteln, dass er das Gefühl hat, dass er hiermit einen absolut guten Deal macht. Dass er sogar weniger zahlt, als er kriegt und als er nachher hinten raus verdienen wird. Wenn du es nicht geschafft hast, ihm das zu vermitteln, dann wird Ablehnung kommen von deinem Interessenten und er möchte das Angebot nicht annehmen. Hinten raus muss dein Interessent natürlich auch ein bisschen mitspielen. Insofern, dass er natürlich auch für sich eine gewisse Offenheit braucht, um die Wertigkeit dahinter zu sehen und um zu verstehen, was ihm das Ganze bringt und bringen kann. Das heißt, du bist nicht alleine ausschließlich dafür verantwortlich, weil eine gewisse Grundoffenheit ist von dem Interessenten notwendig. Aber sagen wir mal, 9 von 10 Punkten kannst du über deine Kommunikation, über die Fragen, die du stellst, über das Paraphrasieren, was du machst, über das Verstehen deines Interessenten und vor allem nachher auch über die Art und Weise, wie du deine Dienstleistung platzierst, die Wertigkeit darüber kommunizieren, welchen Vorteil er permanent daraus hat, welchen Mehrwert er daraus gewinnt, der für ihn sowohl auf der logischen Ebene, zahlentechnisch, als auch auf der emotionalen Ebene, was er daraus gewinnt, ein Mehrwert ist, als das, was du nachher aufrufst. Und wenn du das nicht geschafft hast, dann wird er dein Angebot ablehnen. Und selbst wenn er das sieht, kann es sein, dass er dein Angebot ablehnt, weil dein Angebot gegebenenfalls gerade nicht das Passende ist für ihn und seine Situation. Normalerweise sage ich, hey, kommuniziere deine Preise und dein Angebot im Gespräch, um dort für Klarheit zu sorgen. Weil wenn du sagst, okay, ich schicke dir mal was zu und dann schickst du ein Angebot durch, dann ist da immer Irritation drin. Weil er wusste vorher nicht, was es kostet. Das kann ihn total erschrecken, es kann ihn total überraschen. Es kann irgendwas nicht klar sein. Also startest du dann häufig auf dem falschen Fuß im nächsten Gespräch. Deshalb empfehle ich es immer sofort im bisherigen Gespräch zu tun, was das angeht. Hier ist wichtig, dass du dich grundsätzlich nicht auf Verhandlungen einlässt, sondern immer für dich selbst sagst, du schläfst eine Nacht drüber. Heißt konkret, wenn du das Angebot gedroppt hast und sagst, ich möchte jetzt 2.500 Euro zum Beispiel für einen Videodreh haben, so und so sieht das aus, das Ganze, und dann fängt dein Gegenüber an, ah, ich weiß nicht, und hier und da, und hast du nicht gesehen, ja, und du merkst für dich den Reiz, du möchtest jetzt runtergehen vom Preis oder sonst was, dann machst du mal genau die umgekehrte Psychologie, so stumpf wie es klingt. Wenn es dir egal ist, ob er Kunde wird, und das sollte es sein, dann sagst du, weißt du was, schlaf mal eine Nacht drüber, wir reden morgen. Das sagst du aber weniger für ihn, das sagst du mehr für dich, weil du dann die Möglichkeit und die Zeit hast, runterzukommen, von diesem Need, den unbedingt closen zu wollen, Abstand hältst, für dich in der Ruhe und in der Nichtkommunikation darüber genug Argumente wiederfindest und vor allem auch dich selbst aufbaust, warum es das wert ist, warum das okay ist, dass du das abrufst und dann im nächsten Gespräch mit einer ganz anderen Energie und mit einer breiteren Brust wieder drin bist und standhafter deinem Preis gegenüberstehen kannst. Das ist das, was ganz vielen Leuten tatsächlich helfen würde. Also, wenn du diese Resistenz nicht im Gespräch hast, weil jeder, der verkaufen kann und sich dieses Video jetzt anguckt, würde sich denken, Nick, was redest du da gerade? Und wichtig, diejenigen, die es gerade gucken und Ahnung vom Verkauf haben, das ist nicht meine Empfehlung, okay? Normalerweise lernen, dein Reno-Skin aufzubauen und volle Kanne drauf zu gehen, zu deinem Preis zu stehen und den dann auch durchzuboxen und standhaft zu bleiben, ja? Hier hilft auch einfach nur zuzuhören und nichts zu sagen, also aufzuhören zu reagieren, dich selbst darin zu stoppen, reagieren zu wollen in diesem Eifer des Gefechts. Wenn du dem aber nicht standhalten kannst, ja, wenn du nicht in Angriffsmodus gehen kannst oder in den ich leg mich einfach hin und stell mich tot Modus gehen kannst, dann ist der nächste Schritt zu flüchten. Und zwar, schlaf nochmal eine Nacht drüber, lass uns morgen drüber gehen, lass uns nochmal einen Termin ausmachen, sprech mal morgen drüber, hab grad eh nicht so viel Zeit oder na, lass uns morgen nochmal in Ruhe drüber gehen, lass du es mal sacken, ich lass es mal sacken, Termin ausmachen und dann gehen. Weil das sind ja die drei Optionen. Dinosaurier steht vor dir. Angreifen, totstellen, flüchten.
Wenn du nicht angreifen kannst, weil du dich nicht traust, dann stell dich halt tot. Hör auf zu reagieren. Und wenn du das auch nicht hinkriegst und in dir das hochkommt und du dann dich selbst runterhandelst oder dich halt belabern lässt, dann flüchte. Aus dieser Situation, um eine neue zu kreieren am nächsten Tag, in der du dann gegebenenfalls halt standhafter und detachter bist davon.